Letztes Wochenende habt ihr gesehen, wie ich dieses Solarpanel installiert habe, beziehungsweise wie ich den Schaltschrank, den wir hier jetzt auch wirklich richtig benutzen, wie wir den gebaut haben. Und schon mal als kleiner Spoiler, was dieses oder nächstes Wochenende kommt, wir haben richtig viel geschafft. Ich versuche hier ein reines 12-Volt-System zu machen, dass wir keinen Wechselrichter brauchen. Jetzt im Moment haben wir den Wechselrichter eingeschaltet, um diese Batterie zu laden. Aber wir haben unter anderem mein Laptop-Ladegerät, läuft direkt über die Batterie. Das heißt, für meinen Laptop brauche ich mal keinen Wechselrichter. Und was wir heute gerade frisch ausprobiert haben, ist den Rasierer. Ich habe hier mal hinten drauf geguckt. Der läuft jetzt mit 5,6 Volt. Das ist der Rasierer von einem Freund. Und meiner läuft mit 4,9 oder sowas. Also 5 Volt mehr oder weniger. Und 5 Volt ist immer USB. Und deshalb haben wir uns jetzt hier sowas gemacht, um den Rasierer zu laden. Und es funktioniert. Richtig, richtig geil. Das heißt, für Rasierer brauche ich jetzt schon mal keinen Wechselrichter mehr. Für meinen Laptop brauche ich keinen. Und diese Batterien hier, das ist von Parkside, die vom Lidl, die laufen mit 12 Volt. Und meine von Bosch mit 20 Volt. Da bin ich mal gespannt, wie wir das gelöst bekommen, ob wir das schaffen, dass wir da keinen Wechselrichter brauchen. Weil, wenn wir das schaffen, dann brauche ich 0,0 Wechselrichter. Bisher für absolut gar nichts. Wird dann aber spannend mit all den anderen elektronischen Sachen. Ich werde auf jeden Fall auch ein 230 Volt System machen, dass man hier gemütlich mit der Steckdose arbeiten kann. Unter anderem für Küchengeräte, dass ich hier so einen Stabmixer habe. Ich hatte mal einen 12 Volt Mixer, aber der war so schwach. Der hat gerade mal für Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, sowas konnte man klein machen. Aber jetzt irgendwie was Hartes wie Kürbis oder so ging da nicht. Das heißt, das ist der Strombereich. Da bin ich schon mal mega, mega froh drum. Und dann habe ich jetzt auch schon das nächste Spendenvideo im Kasten. Und zwar seht ihr jetzt in den Spendenvideos nur noch exklusives Material. Was ich hier zum Beispiel gerade mache, ist von Frank seiner Spende. Und es kamen noch zwei weitere, aber da will ich jetzt noch nicht so viel sagen. Aber schaut euch mal an. Hier ein Waschbecken, da ein BD, eine richtige Toilette wird noch gebaut, aber richtig schön mit Abwasser. Hier werden wir dann zusammen einen Baum pflanzen. Und das alles ist jetzt praktisch das Projekt von meinem neuen Mitbewohner. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Mitbewohner. Er richtet sich jetzt hier ein und ja, auch ein neues Gefühl, jetzt wirklich hier den Gästebereich vollkommen zu haben. Die ganzen Marmorplatten, die werden dann dort hinten schön verlegt. Und ja, das ist ein mega, mega spannendes neues Gefühl. Also wirklich, neuer Lebensabschnitt beginnt. Und jetzt kann ich mich auch wieder rasieren. Ab sofort werde ich mich auch wieder schön ordentlich halten. Ich upload gerade die Shorts für euch. Ich gucke jetzt, dass ich einmal in der Woche dieses Uncut-Video mache für euch. Am Wochenende dann richtig gut geschnitten ist. Und jetzt in den nächsten paar Tagen, morgen kommt das erste Short, seht ihr, wie ich hier den Boden verlegt habe. Und die Installation von dem reinen 12-Volt-System muss ich schauen, ob ich es dieses Wochenende noch schaffe. Weil dort will ich jetzt wirklich die Videos richtig für euch schneiden. Ich will mich richtig vorbereiten. Ich will auch die richtigen Sachen sagen. Weil gerade da geht es ja um Zahlen. Und da will ich nicht mich verplappern oder irgendwie sowas. Aber was jetzt die letzten Tage uns richtig Sorgen bereitet hat, ich guck mal, ob man es so sieht, sind die Waldbrände in Portugal. Ja, ich habe das alles gefilmt. Ich bin am Überlegen, darüber ein Video zu machen. Weil am Samstag, das Video hier, ich glaube, das schaffe ich nicht am Samstag oder Sonntag dieses Wochenende noch. Deswegen schreibt mir mal gerne Ideen, was ihr so wissen wollt, auch zum Thema Feuer. Weil ich habe die Tage jetzt wirklich immer Screenshots gemacht. Ich glaube, hier ist gerade Verschwörungstheorie oder nicht. Ich glaube, hier ist gerade was richtig Großes am Laufen. Und zwar fangen jetzt schon seit 4-5 Tagen, wenn nicht sogar seit einer Woche, immer nachts Feuer an. Das hätte ich mir gut, also erstmal allgemein, Waldbrände in Portugal sind ganz normal, das passiert. Das kann durch irgendwelche Gläser sein, die im Freien liegen, Zigarettenstümmel, Leute, die mit einer Kettensäge arbeiten und Funken verursachen. Das heißt, sowas passiert auf jeden Fall oft. Aber das, was hier in den letzten Wochen abgeht, das hat überhaupt keinen Sinn, muss ich sagen. Man kann auf focus.pt, kann man überall zu jeder Zeit gucken, wo es brennt, ob die Feuerwehr schon dort ist, wie viele Leute dort sind und so weiter.
man sieht richtig so eine Grenze zwischen Nord- und Südportugal und nur der Norden brennt. Und das ist auch nochmal komisch, weil der Norden ist kühler. Wir haben jetzt zur Zeit, nachts ist es richtig kalt, ich sag mal so 10 bis 15 Grad oder sowas. Also ja, ist alles sehr, sehr komisch. Und ja, wie viel soll ich dazu sagen? Ich bin jetzt einfach mal ehrlich, wie bei allen Uncut-Videos. Ich glaube, das ist zum Lithiumabbau, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht weiß der ein oder andere das. Vor 2 Jahren war ich auf einer politischen Veranstaltung hier, weil die haben 7 riesengroße Gebiete im Norden Portugals an eine australische Firma verkauft, um hier Lithium abzubauen. Lithium wisst ihr, genau hier für so Solarsysteme. Ich benutze hier übrigens Blei und kein Lithium, weil ich bin kein großer Lithium-Fan. Auf jeden Fall war da eine australische Firma, die wollte 7 Tausende Hektar, also Millionen an Quadratkilometer, wollten die kaufen. Und wir haben uns dagegen eingesetzt. Das heißt, wir sind auf eine politische Veranstaltung gegangen. Da waren die Bürgermeister von den Bezirken hier drumherum. Und eine Freundin hat eine gute Dreiviertelstunde eine Ansprache gehalten, wie schlecht der Lithiumabbau ist und so weiter. Und ich werde nie vergessen, was die Bürgermeister gesagt haben. Die haben uns alle zugestimmt. Die waren alle auf unserer Seite. Aber sie haben gesagt, wenn die EU sagt, es wird Lithium abgebaut, dann wird Lithium abgebaut. Das heißt, die ganzen Politiker, Bürgermeister, alles was unten drunter ist, die haben nichts zu sagen. Das haben die uns wirklich so gesagt und so funktioniert Lobbyismus, so funktioniert Politik. Wenn ihr denkt, die Präsidenten und Kanzler haben was zu melden, nee, das sind alles die Lobbyisten, das sind alles die Tech-Firmen, die jetzt gerade an Lithium ran wollen. Ihr wisst, früher zum Transport hat man Öl gebraucht. Ich denke mal, das weltweite Öl gehört jetzt schon Amerika. Meine persönliche Vermutung ist, jetzt wollen sie ans Lithium. Und wieso sollte man dann ganz Portugal anbrennen? Ihr könnt euch vorstellen, unten habe ich schon mal Eukalyptus verkauft, einen Eukalyptuswald. Ich weiß, wie viel Geld man davon bekommt. Und diese australische Firma, wenn die jetzt zum Beispiel 1000 Hektar kaufen will, sag mal 1000 Hektar Eukalyptuswald, kostet locker 1 Million Euro. Oder ja, ich sag mal um die 1 Million Euro. Wenn sie jetzt aber alles abbrennen und das ist einfach nur noch eine Fläche, da hat das Land kaum noch einen Wert, dann können sie sich das wahrscheinlich für 10.000 Euro kaufen. Und weil irgendwas läuft gerade. Ihr könnt ja mal eure Vermutungen in die Kommentare machen. Die Sache ist, das ist ein Uncut-Video. Ihr seht gerade nicht, wie das wirklich so eine schöne gerade Linie ist, dass nur der Norden brennt. Gestern Nacht wurden 3 Feuer entzündet, hier im Umkreis. Wir hatten jetzt vor 3 Tagen nur 4,6 Kilometer ein Riesenfeuer. Guckt gerne mal auf focus.pt und schaut euch mal die Map an, wie Portugal brennt. Der heiße Süden absolut gar nicht, was so komisch ist, und der kalte, kühle Norden ist komplett in Flammen. Das heißt, wir haben jetzt auch, oder ich habe jetzt die letzten Tage schon ein bisschen Angst gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten da hinten 4,6 Kilometer entfernt ein Feuer, das immer näher zu uns kam, immer näher. Und dann habe ich die Flammen gesehen. Und es war echt ängstlich. Ich habe Bilder gemacht. Ich könnte darüber ein ganzes Video machen, wenn es euch interessiert, in die Kommentare. Ich saß hinten und habe den Berg brennen gesehen. Wie ein Vulkan. Absolut verrückt. 4,6 Kilometer weiter. Ich habe die Flammen gesehen. Und dann haben wir vorgestern eine Nachtwache gemacht. Ich war um 3 Uhr nachts dran, das heißt, jede Stunde ist hier jemand aus der Community aufgewacht, hat gecheckt, wie das Feuer ist, ob es sich verbreitet oder nicht. Und jetzt sind wir auch ganz eng mit den Feuerwehrleuten in Kontakt. Das heißt, die Feuerwehr ruft uns sogar an und informiert uns über die Brände und so weiter. Weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, gestern Nacht wurden 3 Feuer versucht zu entfachen. Und jetzt ist die Feuerwehr zum Glück schon so weit, dass sie... Ja, dass sie Bescheid wissen, dass hier anscheinend irgendwie eine Gruppe ist, die hier Waldbrände verursacht. Das ist wirklich professionell, hochkriminell, was hier gerade abläuft. Und jetzt ist die Frage, wer ist das? Wer könnte Interesse haben, ganz Nordportugal abzubrennen? Meine Vermutung, Lithium. Was sind eure Vermutungen? Oder glaubt ihr, das ist naturgemacht? Schaut euch gerne mal die Karte an, wo und wie die Brände gerade sind. Weil ich erinnere mich, vielleicht erinnert ihr euch auch, ich hatte einen Airbnb-Gast, die hat hier ein Feuer ausgelöst. Und das war zu der Zeit, wo wir 43 Grad im Schatten hatten. Da entfacht wirklich alles, stinke einfach. Da kannst du eine Kippe oder mit einer Kettensäge funken, da brennt es wirklich. Aber jetzt aktuell haben wir vielleicht, jetzt ist es glaube ich schon über 30 Grad, aber durch die nächtliche Abkühlung
ist jetzt nicht so eine große Feuergefahr, aber ausgerechnet jetzt brennt ganz Nordportugal. Bleibt auf jeden Fall noch ein spannendes Thema. Also das da hinten sind keine Wolken. Wirklich hier ist überall gebrannt. Mich würde es auch mal interessieren, die deutschen Medien, sagen die was darüber? Ich habe von einer bekannten Person gehört, dass auch in den deutschen Medien berichtet wird, dass hier gerade Feuer gelegt wird, dass es keine Unfälle sind, sondern Kriminalität, sage ich mal. Ja, so viel zum Thema Feuer. Dann gibt es auch noch spannende Neuigkeiten. Ich habe Fenster und Türen bekommen für mein Haus. Und vielleicht mache ich auch darüber dieses Wochenende ein Video, weil ich habe jetzt schon ziemlich alle Materialien außer das Dach für den Hausbau. Ich kann auf jeden Fall dieses Jahr anfangen. Ich werde dieses Jahr anfangen auf jeden Fall. Es kommen ja ein paar radreisende Leute, die mit dem Fahrrad herkommen. Und dann werden wir hier wahrscheinlich 4 bis 6 Leute sein. Da muss ich mal gucken, wie das mit dem Wasser dann läuft und so weiter. Aber ich denke, jetzt wird wieder richtig spannender Content für euch geben. Es kommt auch ein Gast in 14 Tagen. Dann habe ich hier jetzt 2 Gäste, 2 über YouTube, also auch richtig, richtig geil. Und ja, bleibt immer schön hier auf dem Kanal. Hinterlasst ein Abo, falls ihr neu seid, ein Like und dann informiere ich euch hier weiterhin, wie ich ein Haus baue. Nahezu kostenlos. Bisher schätze ich meine Kosten echt nur auf 2000 Euro sowas für ein ganzes Haus. Also bisher habe ich mit 5000 Euro gerechnet, aber jetzt habe ich doppelgläsige Fenster und so weiter. Damit habe ich bestimmt 1000 Euro gespart. Ich habe auch Waschbecken und solche Sachen. Hier Marmorplatten, daraus will ich dann die Fensterbank machen. Und Paletten und so weiter. Das wird euch jetzt dann bald alles erwarten. Dann hoffe ich, euch hat das Uncut-Video gefallen. Hinterlasst gerne ein Like und dann sehen wir uns dieses Wochenende wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das Thema Waldbrände in Portugal mehr interessiert oder das Thema Hausbau. Dann zeige ich euch ein Video, wie ich jetzt endlich fest entschieden habe, wie ich mein Haus bauen werde. Bis dann, euer Robin.